Im August 2016 bin ich nach New York City geflogen, um eine der spannendsten Städte der Welt zu fotografieren. Daraus ist ein sehr detailliertes Lightroom und Photoshop Tutorial entstanden. Hier ist das Behind the Scenes. Leute, erste Location. Wir sind heute Morgen an den Liberty State Park gefahren und haben hier eine super geile Location gefunden, wo man nämlich zum einen die Skyline sieht von Manhattan und hier im Vordergrund richtig coole Steine hat. Jetzt auch gleich mal schon Ergebnisse. Der Himmel ist schön dramatisch, also es wird keinen coolen Sonnenaufgang geben, aber dafür ist der Himmel halt wirklich schön dramatisch. Mal gucken, ob man das hier überhaupt sehen kann auf der Kamera. Also ein bisschen. Alter, guckt euch mal diese Kulisse an. Unglaublich stark. Irgendwie ist der Weißabgleich hier in dem Video auch ein bisschen anders, als es in Wirklichkeit ist. Es ist mehr so ein Rotton, aber ich finde es irgendwie gerade mega stark. Ich glaube, die Bearbeitung mache ich auch in die Richtung. Sieht irgendwie ziemlich geil aus. So, ich habe jetzt schon eine ganze Weile durchgeshootet. Es ist inzwischen auch relativ hell geworden, wie man hier hinten sieht. Ich habe jetzt vieles Verschiedenes gemacht. Ich habe einmal so eine klassische Aufnahme gemacht, von der Skyline einfach nur. Dann habe ich mal ein Panorama gemacht, weil hier geht es ja auch noch weiter. Und hier ist hinten der Himmel vorhin richtig geil aufgebrochen. Dementsprechend habe ich hier mal ein cooles Panorama gemacht. Und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen mit ND-Filtern rum experimentiert, um einfach ja, auch das Wasser da noch so ein bisschen gerade zu ziehen und so weiter. Und dazu wird es ja dann auch noch ein Video geben, wie ich denn diese Filter letztendlich finde. Habe ich ja versprochen, kommt. Vielleicht ist es sogar schon draußen, wenn ihr dieses Video seht. Wer jetzt hier nochmal genau mein Setup sehen will, also das Ganze steht hier auf meinem Really Wide Stuff Stativ. Das ist das 33er. Da gab es ja auch ein paar Nachfragen. Dann der 55er Ballhead obendrauf. Dann meine Nikon D800. Da vorne dran ist das 14 bis 24 mm und da drauf ist dann mein Filtersystem von Format Hightech. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe aktuell einen 3.0er ND-Filter drauf. Das heißt, ich kann 10 Blenden weiter oder 10 Blenden länger belichten. Also sehr, sehr cool. Habe damit gerade schön das Wasser gerade gezogen. So sieht das Ganze aus. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Kabelauslöser dran. Ganz einfache Geschichte. Nichts Aufwendiges mit Funk oder so, sondern das ist wirklich absolute Basic, hat glaube ich 8 Euro gekostet im Fotoladen. So Leute, wir sind immer noch am Shooten. Die Sonne ist inzwischen aufgegangen im Hintergrund, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe jetzt hier gerade mal noch mal den Filter drauf gemacht. Und richtig coole Ergebnisse. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Aber da ist die Sonne richtig geil reingekommen. Hier dramatischer Himmel. Und hier Gotham City. Hier habe ich ein bisschen was mit dem Fisheye-Objektiv probiert. Also auf jeden Fall eine Menge zum Experimentieren hier. Richtig, richtig geil. Vor allem das Wetter war angesagt für Gewitter. Und jetzt guckt euch mal dieses Wetter an. So sieht Gewitter in New York aus. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen hier bleiben, ein bisschen fotografieren noch und dann werden wir auf jeden Fall weiter die Stadt erkunden. Das Krasse war, wir haben, als wir hergekommen sind, wussten wir noch nicht so richtig, wie wir es anstellen sollen. Haben uns dann überlegt, okay, fahren wir mit dem Taxi, weil Metrokarte hatten wir noch nicht und wir wussten auch nicht, ob man um 4 Uhr nachts ungefährdet mit der Metro fahren kann in New York. Deswegen sind wir mit dem Taxi gefahren und haben einfach mal verdammte 70 Dollar für eine Taxifahrt ausgegeben. Ja, also Taxifahren in New York, vergesst es einfach, es ist viel zu teuer. Wir steigen jetzt auf jeden Fall auch um auf Metro. So, wir sind mit der ersten Location fertig. Wir gehen jetzt mal noch ein Stück weiter.
weil wir haben hier gerade ein paar Australier gefunden und die haben uns erzählt, dass es hier noch einen richtig geilen Spot geben soll, nur ein paar Meter weiter. Und das werden wir jetzt mal auschecken und mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Let's go! Das hier soll es sein, das Monument, das Mahnmal quasi. Boah, Alter, das sieht ja jetzt hier schon in der Kamera mega geil aus. So, wir sind an der Location angekommen und wie gerade eben schon gesagt, guckt euch mal diese geile Location an. Das ist einfach unfassbar. Und das nur durch einen Tipp. Durch einen Tipp von anderen Leuten. Im Internet habe ich diese Location selber gar nicht gefunden, aber richtig geil. Mit diesen ganzen Spiegelungen an der Seite noch. Hammer. Nachdem wir morgens bereits um 4 Uhr aufstehen mussten, um rechtzeitig zu unserem Spot zu kommen, sind wir danach nochmal ins Hotel gefahren und haben uns nochmal schlafen gelegt und alle Daten gesichert. Am Nachmittag sind wir dann wieder losgezogen über die Brooklyn Bridge, um in Brooklyn nach einem schönen Fotospot für den Abend zu suchen. So Leute, wir sind nochmal ein Stück weitergegangen, wie ihr seht. Da sind wir jetzt direkt vor der Brooklyn Bridge. Beziehungsweise schon fast drunter und fotografieren da mal so ein bisschen Langzeitbelichtung. Ich habe gerade schon ein bisschen fotografiert. Ergebnisse werdet ihr mit Sicherheit auf den verschiedensten Plattformen finden. Und jetzt fotografiert hier gerade der liebe Lukas noch so ein bisschen. Macht auch noch ein paar Langzeitbelichtungen. So Freunde, wir sind an unserem tatsächlichen Fotospot für heute Abend angekommen und es ist dieser hier geworden. Wir haben uns nochmal umentschieden. Wir sind jetzt links von der Brooklyn Bridge und haben jetzt hier quasi die Skyline direkt vor uns. Der Himmel sieht extrem vielversprechend aus. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und wir werden ja sehen, was bei rumkommt. So, ich habe es mir jetzt mal auf dem Stuhl bequem gemacht, hier direkt daneben. Hier stehen echt Stühle rum, ist total geil. Und jetzt werden wir hier ungefähr, na ich sag mal, eine gute Stunde noch warten. Weil jetzt kommt erst Sonnenuntergang, dann blaue Stunde, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Und dann werde ich mal so ein kleines Blending machen. Und zu meinen Einstellungen, ja wie immer eigentlich Blende 8, ISO 100 und dann Verschlusszeit ändert sich halt aktuell ganz schnell hintereinander. Wird halt immer länger, weil es jetzt halt immer dunkler wird. Aber kann ich euch ja dann im Endergebnis auch nochmal sagen. Obwohl wir während des Sonnenuntergangs einige Probleme mit vielen Wolken hatten, ist uns am Ende in der blauen Stunde doch einiges an guten Ergebnissen gelungen, denn dort ist der Himmel nochmal richtig schön aufgeklärt. So, nach dem Sonnenuntergang geht es natürlich direkt weiter. Wir sind noch lange nicht fertig. Es ist zwar schon mega dunkel draußen, der Himmel ist also schwarz, aber wir haben trotzdem noch einen coolen Fotospot gefunden, beziehungsweise den haben wir vorhin schon gefunden, aber jetzt haben wir uns gedacht, machen wir den auch mal im Dunkeln. Eigentlich wollten wir den nur im Hellen machen, aber im Dunkeln ist das auch geil. Geiler als erwartet. Das einzige Problem ist, was wir hier haben, ich zeige euch das jetzt mal so rum. Also da hinten ist die Manhattan Bridge, da oben, das ist die Manhattan Bridge. Und unten drunter, das ist das Besondere an diesem Spot, sieht man durch die Türme quasi das Empire State Building. Und das macht das Ganze extrem sexy. Und dementsprechend wollen wir das unbedingt fotografieren. Ist auch ein sehr bekannter Spot in New York. Aber wir haben halt das Problem von extremen Lichtsituationen. Zum einen haben wir einen extrem dunklen Himmel und zum anderen haben wir hier extrem helle Laternen, die das ganze Bild ja, wirklich kompliziert machen. Man muss bei sowas auf jeden Fall eine Belichtungsreihe machen. Das heißt, ich habe vorhin eine minus 2, minus 1, eine neutrale und eine plus 1 und eine plus 2 Belichtung gemacht und kann dementsprechend jetzt so das Ganze so im Nachhinein noch so ein bisschen ausbalancieren. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, wenn ihr extreme Kontraste im Bild habt, wenn sowohl Schwarzwerte als auch Weißwerte ausgefressen sind, dann auf jeden Fall eine Belichtungsreihe machen und das dann später in Photoshop oder auch in Lightroom geht ja inzwischen auch zusammenfügen. Das Krasse jetzt an diesem Spot ist, dass wir wirklich Probleme haben mit den Autos, die hier vorbeikommen. Das heißt, irgendwie jede Minute kommt mindestens ein Auto vorbei und da ist es natürlich in der Zeit extrem schwierig, so eine komplette 5er Belichtungsreihe mal durchzuschießen. Also eigentlich ist es wirklich unmöglich. Ich habe es jetzt eben gerade so geschafft und Lukas ist jetzt gerade noch dabei und hier fahren wirklich ständig Autos vorbei. Es ist schon 22 Uhr und trotzdem ist noch relativ viel Verkehr. Am Tag ist das natürlich noch viel mehr und dementsprechend ja wirklich schwierig. Ich kann jetzt gar nicht so einen richtigen Tipp zu der Location geben, ob am Tag oder in der Nacht. Ich finde, also von der Bildwirkung her hat beides seine Reize.
Am Tag ist es natürlich so, mit extrem kürzeren Belichtungszeiten hat man da vielleicht auch noch eher eine Chance, da was hinzubekommen. Auch wenn da die Autos natürlich mehr sind, aber da hat man halt immer mal die Möglichkeit, für ein paar Sekunden zumindest auf die Straßenmitte zu gehen. Nach dieser Sequenz war leider die Batterie der Kamera alle und so konnte ich nicht mehr weiter mitfilmen. Wir sind dann zurück über die Brooklyn Bridge Richtung Manhattan gelaufen, haben da noch ein paar schöne Fotos machen können und hier seht ihr die Ergebnisse des ersten Tages. Das war es mit dem ersten Teil des Behind the Scenes aus New York. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du Interesse hast zu lernen, wie man die Bilder so bearbeitet, wie ich es tue, dann klicke auf stefanschäfer-store.de und dort findest du alle wichtigen Infos zu dem Videotraining.